Damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Atlas mit Smitty. Moin. Und Weide. Hallo. Wir müssen mal gucken jetzt hier. Fünfmal dran vorbeigefahren. Ich will so ein Gebäude. Ja, wir wollen hier mal ein Gebäude anmieten. Gucken, wo das hier geht. Beziehungsweise wollen wir zumindest mal ein Auge drauf werfen. Gucken, wie in der Nachbarschaft so ist. Ja. Ich hol schon mal hier ein bisschen was ein. Ja, ich hoffe, wir können gleich ankern. Ja, können wir. Okay. Oh, jetzt habe ich auch so schnell auf Ankern gedrückt, aber mit der Angst, dass ich hier irgendwo drauf fahre. Aber hier wäre es noch ein Stückchen gegangen. Na, ist egal. Mit Feder können wir auch schwimmen. Ist ja eh heiß, da passt das doch. Ja. Mal gucken, wie ich ausgerüstet bin. Ja, muss ich auch mal kurz ein Auge drauf werfen. Vielleicht mal meine heißen Klamotten kann ich wohl hier lassen. War noch irgendein Gedöns dabei, dann muss ich mal kurz. So, ja, wird wohl. Brauche ich wohl auch nicht, die ganz warmen Klamotten. Und Stoffklamotten behalte ich mal lieber, man weiß ja nie. Aber mal gucken, was hier noch so bei ist. Ein bisschen abwerfen kann, ich muss da nicht alles mitschleppen hier. Ja, so ein bisschen was, ich schmeiß jetzt mal hier alles rein. Ich auch. So. Kohle. Ich hab sogar noch die beiden Granaten dabei, aber irgendwo die ganz schön schwer zu handeln sind. War noch voll hier die Bude. Zum nächsten Schrank nicht. Da ist noch Platz. Oder unten, der, ach, mit dem Bolas ist ja rappeldicke voll, glaube ich, ne? Ja, ich glaube auch. Naja, ist egal. Da wird's schon hinhauen. So, dann wollen wir mal schauen. Hier so erwartet, nachdem wir letzte Folge ein paar Yetis schon aufgetan haben. Ich kann schon weit weg hier vom Strand. Oh ja, nee, aber viel Platz wäre hier dann nicht mehr. War schon gut, dass wir geankert haben, glaube ich. Okay. Oh ja. Jo, so, wo ist denn der Leuchtturmwärter? Der Leuchtturmwärter? Oh, wirklich, wirklich ein ganzes Eckchen dahin, ne? Vielleicht ist es wirklich auf der anderen Seite der Insel. Ja, jetzt sind wir da. Sind wir da. Ich brauche ein bisschen länger, weil ich habe beide Pistolen schon in der Hand. Ich schwimme nur mit den Füßen quasi. Nicht so gleich nicht mehr gehen, wenn sie nass sind. Central High Desert. So, es kommt keine Heatwave gleich hier um die Ecke. So, was gibt's denn hier? Den Wedgewood. Jutta, das übliche Zeug, also nichts Besonderes. Roten hier, das könnte auch wieder Baumwolle sein. Ne, Bilberry. Bilberries. War noch ein Stück Fußmarsch vor uns hier, glaube ich. Dann hier. Sogar ein ganzes Eckchen. Heatwave has begun. Naja. Oh ja, ich glühe auch schon. Ah, oh, herrlich, 40 Grad und dir wird es bestimmt gleich noch richtig heiß. Wie war das, 36 Grad und es wird noch heißer? Ja. Das wird dunkel, ne? Das kommt auch noch dazu, ja. Nee. Nee, 11 Uhr. Ach so. So matschig aus hier. Was vielleicht auch die Heatwave. Die Heatwave, die ist matschig werden muss. Was ist das da hinten? Oh, da sind ein paar Verdammte hier. Oh, Level 71 auch gleich nur. Was geht ja noch? Was wollen die denn eigentlich? Die wollen bestimmt uns hier nicht durchlassen. Die Insel, die ist ja schon ein bisschen gefährlicher. Sind das hier überhaupt hier für... Das sind Kakteen. Naja.
Ich hoffe, das ist einer von euch hinter mir, der hier rumtrapst. Oh, es sind nur 58 Grad. Oh ja, das ist ja noch angenehm. Oh, da sind auch so viele. Guck mal, wie viele jetzt rauskommen. Hinter uns sind auch welche. Vielleicht. Und eine Kobra. Gehen wir erstmal wieder und fahren doch mit dem Schiff rum. Wow. Oh, scheiße. Ich lehne mich gleich erstmal hin, glaube ich. Die hat mich bestimmt viermal gepickt, die 100er Boa. Boba. Oh, meine ich doch. Warum lässt du dich denn picken? Ja, weil... ja, weil? Weil da waren aber auch dann wieder zu verschwinden, die Verdammten, ne? Weil die graben sich dann wieder ein, ne? Müssen wir einen kleinen Bogen drum machen. Und, muss ich schlafen legen? Ups, ne, ich glaube nicht. Oh, 61 Grad, gemütlich. ja, ne? Kuschelig. Ist auch schon ein bisschen schwummerig, wird mir hier schon, glaube ich. Da kommen sie schon wieder raus. Aus. Weite Range, du. Wenn wieder so ein scheiß Bogenschütze auf mich schießt, dann raste ich aus. Der über 300 Kilometer durch den Felsen trifft. Ich würde mal jetzt hier ganz außen rumlaufen. Vielleicht kriegen wir es ja wie hier am Rand lang und am Felsen. Im Schatten quasi. Ja, genau. Bei 63 Grad im Schatten halt. Genau, gleich an das Blut zu kochen hier, glaube ich. Okay, da kommen sie schon wieder. Aber vielleicht auch ein Betten oder zwei mitnehmen sollen. Eins habe ich dabei. Oh, das ist schon mal gut. Oh! Oh, hier graben sie sich auch aus. Oh. Ich laufe mal weiter. Oh, ich komme mal mit. Hey! Aua! Oh. Ach du Scheiße, sind die schnell oder was? Wo sind die schnell? Nee, die haben, Rollschuhe? die haben Rollschuhe hier auf dem Wüstenboden. Nee, die haben scheiß Archer. Gleich hier mal. Oh. Einer verfolgt uns noch. Oh oh. Oh, oh, was? Von uns? Feuerelement. Oh. Oha. Röchen, sehr schnell. Macht man da Schaden oder? Ich brenne. Oh, ich brenne. Alter, Level 96, da habe ich keinen Schaden gemacht, also nichts Sichtbares. Da wurde ich gegrillt. Ja, du hast ja. Vier Schaden habe ich, glaube ich, gemacht. Oh. Müssen wir hier mit dem Eiswagen langfahren oder was? Mit Schneekugeln werfen. Ja. Ich hab aber was mitgebracht außer Schneewelt da oben. Oh, wie man jetzt hier gegen die Feuerelemente ankommt, das weiß ich aber auch noch nicht so genau. Nee. Vor allen Dingen unsere Sachen liegen da hinten jetzt. Ja. Was auch im Allgemeinen ein bisschen ungünstig ist. Oder? Ein bisschen, aber auch nur. Oh ja. Jochen schwimmt hier auch schon wieder rum. Was? Den habe ich aber auch nicht kommen sehen da, du. Der war, ja. Nee. Trotz seiner Größe konnte er sich gut verstecken. Vier Schaden? Hast du mit der Faust drauf gehauen oder was? Nee, mit dem Bogen. Oh. Das war schon der Gute mit der Verstärkung. Tja, unangenehm, die Insel hier. Oh, die Nachbarn sind nicht so nett. Aber wir haben mal ein Feuerelement gesehen. Auch wenn es nur eine Sekunde war. Oh ja. Wo wir verbrannt sind. War auch ganz dicht dran. Was die wahrscheinlich, den Schwefel hast du wahrscheinlich gerochen gerade. Ja. Kurz, hat ein bisschen nach Silvester gerochen, ja. Kurz danach hat es ein bisschen nach verbrannter Haut gerochen. Und dann stand da, ich war tot. Wo denn? Mein Lootstrahl gar nicht. Dann müssen die auch. Müssen ja auch. 3 Kilometer laufen wahrscheinlich. Und für jemals diese Gebäude erreichen werden? Ich wage es auch fast zu bezweifeln. Jetzt sehe ich mal einen Strahl. Oh, Scheiße, jetzt habe ich schon wieder eine Rattlesnake. Ich sehe mal einen Strahl auch. Ich frage es nur, was wir mit dem Feuerelement machen und den 1000 Soldaten der Verdammten hier. Immerhin wird es ein bisschen kühler. Ja, Gott sei Dank.
brutzelt da doch bestimmt noch rum, das blöde Teil. Oh, da brutzelt schon. Es brutzelt. Jetzt haben mich schon geschossen. Zwei. Ach, natürlich. Lock sie weg, lock sie weg, lock sie weg. Kannst du mal versuchen. Oh, da sind sie. Wow. Schießt schon auf mich. Nein, ich brenne schon wieder. Ich bin tot. Ja. Alter Schwede, Seit Level 96. Warum eigentlich? Das ist eine gute Frage. Ich kann nicht mal respawnen hier, oder? Ich konnte. Achso, dann kann ich beim ersten Bett sowieso nicht. Ja, läuft. Ich lock sie gerade ein bisschen weg. Oh, sehr gut. Da geht ja jetzt auch nicht anders. Boah, nochmal den ganzen Scheiß hier. Leutchen, hier bin ich. Kommt zu mir. Oder wollt ihr gegrilltes Fleisch? Dann müsst ihr mich erstmal kriegen. Frisch gegrilltes. Hier gibt's Salz, irgendein cooles. Pink Salt oder sowas, oder irgendwie sowas. Ich kann es so schnell lesen, ich höre es brutzeln hinter mir. Ja, Pink Salt. Ja. Ey, Jungs, ihr seid aber auch ein bisschen, ne? Träge oder schnell, was? Schnell die Aufmerksamkeitsspanne weg bei euch. Ich schon was tun vor eurem Mittagessen. Die setzen sich erstmal auf unsere Loot-Täschchen. Ey, Jungs, wo seid ihr? Weg. Einfach so. Ehrlich? Ja, die waren gerade noch hinter mir. Jetzt bin ich zurückgelaufen, die sind komplett weg. Komplett weg. Das ist doch schön, dann kriegt er mal Loot wieder. Ich auch, ich lauf mal wieder hin. Also wenn sie wieder rauskommen, lassen sie mich gleich mal brutzeln, nicht, dass sie wieder hinkommen. Keine Ahnung, ob die sagen, oh hier, Feierabend, Pause. Ne? Ist jetzt ja auch schon 15 Uhr. Naja, sicher. Nachmittagsschicht übernimmt oder so. Ja, Walle, reißt erstmal schön alle Soldaten der Verdammten aus dem Boden und ich muss hier durch. Ah ne, sie sind wieder an ihrer Ursprungsstelle. Warum auch immer, die haben auch eine weite Range, ey. Ja, das schaffe ich doch schon wieder nicht. Wenn die mit den scheiß Bogenschützen auf mich ballern, dann komme ich da wieder nie hin. It's foggy. Oh, da kommt er ja. Also die bleiben nicht lange, die spawnen dann zu ihrer Ursprungsstelle zurück anscheinend. Ja, hier ist gleich eins. Ja, ich weiß. Oben auf dem Berg, das nehme ich gerade, dass ich das weglocke. Jetzt dreht es aber auch schon wieder um, jetzt hat es irgendwie anders gesehen. Ja, mich. Versuch's mal hier ein bisschen rüber noch zu ziehen. Dann versuche ich mal durchzukommen. Wow. Das war ein bisschen hoch. Ey, der schießt ja auch ein Dauerfeuer, der Penner. So, ich hab meine Sachen. Ruf ich mal wieder. Bin ich das? Ja, das bin ich. Nein! Ach, so ein Arschloch. So ein Arschloch-Element. Oh, die sind aber richtig hoch. Der eine kann fast auf den Berg einfach hochgehen. Und da ist ein Löwe zwei Stück vor mir. Irgendwer hat mich gelootet. Unter meinem Strahl liegt eine Leiche und da ist nichts mehr drin. Ich hab mich selbst gelootet. Sind wir beide an derselben Stelle gestorben? Hm. Weiß ich nicht. Weil ich war auch unter meinem Strahl, da war es ein Tickchen rechts weiter. Und da habe ich dann meine Sachen genommen. Weiß aber jetzt nicht, ob du das warst, oder? Also ich habe gedacht, das wäre ich gewesen, ehrlich gesagt. Kontrolliere das gleich mal durch. Mach gleich mal Taschenkontrolle bei dir. Ich kontrolliere es gleich selber durch. Ich wollte nur erst mal ein bisschen weg von dem, hier ist ein Flugsaurier vor mir auch noch. Auch schön für so eine Sightseeing-Tour jetzt hier, Nee, ich habe meine Sachen genommen, weil ich habe ja meine Mace. Okay. Und alles Zeug, das sind meine Sachen, definitiv. Ach so, das kann natürlich auch sein. Ich bin ja schon zweimal da gestorben. Ja. No. Und die Insel ist aber wirklich nicht schön, du. Nee. Was kann ich, wie hier drauf kommen willst, ohne direkt zu sterben? Das ist schon mal eine ziemlich gute Frage, das weiß ich auch nicht so genau. Auch nur neblig, das ist ja wieder nichts für mich, da finde ich doch wieder nichts.
Sehe ich auch meinen Strahl nicht. Wenn ich ja Pech haben, dass mein Loot auch gleich mal weg ist, wa? Siehst du das vielleicht? Nee, wa? Nee, ich sehe noch nichts. Sein können, dass ich habe gerade Dings abgefeuert hier, die. Ach ja. Aber anscheinend im Nebel auch nicht zu gebrauchen. Hätte sein können, dass es durchstrahlt. Oh, ist das heiß, ich muss gleich was trinken. Das hier für ein Vieh, hä? Das habe ich auch noch nie gesehen. Das sieht ja geil aus. Was ist denn da für uns? Haut's mich jetzt? Nee. Das ist eigentlich eher so, sieht aus wie ein Zweig schon fast. Hat aber so einen Schnabel. Und Stoßzähne unten. Wie ein Elefant. Aha. Okay. Also direkt an der Stelle wahrscheinlich, wo deine Leiche sitzt, ist auch noch das Feuerelement, ne? Oh. Also wenn man zu nah dran geht, dann wird's Shield bohren oder irgendwas, heißt es, glaube ich. Ich konnte es aber nicht so genau lesen, dann hat's mich angepickt. Ich habe mir auch gerade verlaufen, glaube ich. Scheiße. Hier muss das so irgendwo. Da gibt's ja coole Sachen. Ich frage mich nur, wie man das hier überleben soll. Shieldhorn, ja. Das Ding bewegt sich. Ich weiß nicht wohin und warum es sich bewegt, aber es bewegt sich. Welches Ding? Das Feuerelement haut jetzt gerade ab von den Leichen. Ah ja. Wäre ja schon mal ganz gut, aber wie gesagt, ich bin hier irgendwie falsch abgebogen. Aber ich sterbe eh gleich nochmal. Wenn ich jetzt wüsste, wo du hier oben gestorben wärst, würde ich hier deine Sachen mitnehmen. Ich sehe meine zwei Lootstrahlen. Ich hoffe, ich komme diesmal zum anderen. Ah, hier liegt noch eine Leiche, aber das mag Weide gewesen sein. Das ist ein Kerl, jo. Ah, hier bin. Nee, das ist wieder die Leere. Da bin ich nochmal gestorben, wie es aussieht. Tickchen hoch sind zwei Löwen. Oder. Ich hab meine Sachen. Oder Panther, was auch immer. Ein Bergstückchen hoch. Hab ich gerade schon gesehen, zwei Stück. Und das Feuerelement ist jetzt. Irgendwie gerade abgezogen, ne? Gerade abgezogen, links runter, jo. Kommen wir jetzt irgendwie noch zu diesen Gebäuden hin oder wird das nix? Ich habe keine Ahnung. Ich meine, wir können rennen. Wir fahren mal lieber rüber, oder? Naja, wir können auch rüberfahren. Wenn es da kürzer ist. Wenn wir jetzt die Sachen haben, dann machen wir uns mal Richtung Schiff wieder. Oh, ein Sammer. Ihr beißt mich auch hier alles, was hier rumläuft. Ah, ja, das bissige Insel. War schon wieder ganz schön knapp. Ich hab's hinter mir schon schnappen gehört, aber es hat mich nicht getroffen. So, waren die Shieldhorns? Ein bisschen weiter, also wir haben vom Schiff Richtung Loot laufen, wo wir eben lagen, dann ein bisschen weiter rechts bin ich gelaufen. Das war irgendwie eine Mischung aus einem Vogel und einem Zweig. Ja, irgendwo da bei den Bäumen, wo du jetzt eben hingelaufen bist, da müsste es eigentlich gewesen sein. Außer war er jetzt weggekillt. Nö. Liegt schon auf dem Grill bestimmt. Wahrscheinlich. Den gerade sehe ich nicht, schade, hätte er sein können. Da hinten, rechts jetzt. Da geradeaus, was da läuft, das dicke Ding. Ah. Okay. Das prickt dich auch, wenn du zu nah kommst, ja? Ja, wenn du zu nah dran stehst, dann hat's keinen Bock mehr drauf. Dann haut's mal eben zu. Mag keine Zuschauer. Nee. Egal bei was. Hallo, drehst dich mal bitte um, dass ich dich auch von vorne sehen kann?
Oh, sieht auf jeden Fall interessant aus. Kann man bestimmt auch mal zähmen. Wirklich, ja. Also stopft gerade an mir vorbei. Durch. Aber oh, jetzt, okay. Jetzt wird es dann doch sauer. Ich Ja. wollte gerade sagen, es macht doch gar nichts. Ich stand wirklich sehr dicht dran, weil ich versucht habe zu lesen, wie es heißt. Es hat immer so gewackelt beim Laufen. Ja, na gut, dann müssen wir jetzt doch nochmal hier einmal drum rum. Stirb. Blöde Klapperschlange. Den kannst du da vorbeilaufen, die sind doch nicht so schnell. Das stimmt immer. Das Schild und könnte man natürlich einfach mal erledigen und gucken, was da rauskommt. Jetzt, wo ich gerade ins Wasser gesprungen bin und zum Schiff schwimme. Vielleicht finden wir ja drüben auf der Seite noch eins. Mal gucken, dass wir auch rüberkommen. Und da schließe ich irgendwie noch mal ein Auge aufs Gebäude werfen. Ah, ist ja eklig. Gerade an einem Scheißerhaufen vom Rade vorbeigeschwommen. Ja, ich jetzt auch. Habe ich einen Snickers verloren? Jo, aber ein rundes. Aber das mitten im Meer rein, weißt War eine Rumkugel. Du konnte keine Streusel dran erkennen. Hörst du auf, mit der Kanone auf mich zu zielen? Oh! Hilfe! Das wäre fast ins Auge gegangen. Ja, ich gehe mal davon aus. Auch das tut ein bisschen weh dann. Boah, im ersten Versuch die Leiter hochgekommen ist auch eine Premiere. Ich wollte mich noch vordrängeln vor dir, aber es hat leider nicht geklappt. Normalerweise brauche ich ja immer 20 Versuche, dann geht's, aber. So. Kurz den Anker hier rausgepult und dann schnell mal rumgeschippert. Vielleicht ist auch mal der Nebel irgendwann weg nochmal heute. Wäre ganz gut. Wäre wohl tatsächlich mal ganz gut. Jetzt habe ich gar keinen Nebel mehr angezeigt. Oder ist das nur dann auf der Insel wahrscheinlich, ja? Hier auf See nicht. Ja, wenn ich Richtung Insel gucke, dann sieht es aus wie Kettenraucherhausen. Bei den Feuerelementen darf es halt auch hier so, ne? Ja. Oh, jetzt wird's besser, glaube ich. Ich müsste uns ein Flugzeug bauen und darüber fliegen. Er wird wohl nicht anders gehen hier, wenn du ja die richtig fiesen Gegner da überall hast. Mit Fallschirm abspringen und dann landen, weil sonst sehe ich im Moment noch keine gute Gelegenheit, Scheiße, zu den scheiße, Gebäuden zu scheiße, kommen. scheiße, scheiße, scheiße. Was denn? Unser Schiff geht kaputt. Warum? Wo denn? Oh, weil ich hier mitten auf Land auffahre. Macht doch keiner was. Ich habe nichts gesehen. Unter uns ist flaches Gewässer. Und ist keine Schadensanzeige. Gefahren, alles gut. Ja, ich bin da dran lang geschrubbelt. Also die Nase hat bestimmt was abgekriegt. So, neuer Versuch, neues Glück. Irgendwer muss es dann schaffen, mit letzten Kräften sich zu so einem Gebäude zu robben. Und am Bett hinzuknallen. Als wir gleich wieder von irgendwas erschossen werden. Wahrscheinlich wirklich mittig, ne? Wenn ich mir die Insel so angucke. Ja, ich glaube auch, dass es irgendwie mittig drauf liegt. Kommst du wahrscheinlich nicht so einfach hoch. Naja, wir schauen mal. Da noch die Sonne unter. Die Insel mag uns nicht. Dann leuchten die Feuerelemente besser. Das stimmt. Die siehst du dann vielleicht einen Meter eher, bevor sie dich in Flammen stecken.
Mehr zu hoffen. Na, ich wundere mich, warum wir so beschissen fahren. Eine Segel noch gar nicht richtig aufgemacht. Jetzt richtig. Ja. Sieht gut aus. Dem Sonnenuntergang entgegen. Ah ja, guck mal da, vielleicht. Ist doch ein Deckchen kürzer da vorne. Ja, auf jeden Fall sogar. Hier von der Seite dürften wir relativ dicht sogar am Strand an die Gebäude drankommen. Hier ist ein bisschen besser, glaube ich. Ja. Also besser, um die Gebäude zu erreichen. Ja. Vom Rest her müsste man sich überraschen lassen. Das stimmt wohl. Ist natürlich dunkel. Düster. Hol mal die Segel ein. Entweder ist es Hitzewelle, neblig oder finster. Soll ja nicht langweilig werden. Schon. Ja, oh. Oh nein! Wieder abgestürzt von deinem Aussichtsturm. Ja, ein dramatischer Abgang. Ja, hatte beide vorhin auch. Mitten im Ozean. Und ich musste dran vorbeischwimmen. In dem dramatischen Abgang. So, was ist denn jetzt? Kommt ihr mit oder bleibt ihr da? Ich muss noch was zu essen holen. Na klar. Dann lasse ich mich schon mal einmal wegfeuern. Einmal durchgebraten, bitte. So. Was haben wir denn hier? Was können wir einmal essen? Ach du je. Auch. Jetzt ist mir arschkalt. Jo, es ist Wüste, nachts ist dann mal kalt. Ich hasse diese Insel. Verstehe gar nicht warum. Und bis jetzt hat mich noch nichts weggeflext hier. So, gut gestärkt in die Nacht. Warum sehe ich da schon wieder ein Feuerelement leuchten? Oh gut, ich sehe es nicht, dann passiert mir auch nichts. Das ist eine gute Einstellung. Stehen bestimmt sowieso, sind die vor den Häusern hier platziert. Lauf dann einfach durch, versteck mich drinnen. Und da ist die Tür zu. Ja, wahrscheinlich. Minus 4 Grad, ey. Ich habe natürlich auch meine Pelzklamotten nicht mitgenommen, ne? Abgesehen davon, dass ich gerade gar nichts anhabe. Oh ja, da vorne müssen wir aufpassen, da leuchtet schon wieder eins da im hinterm Baum. Soll ich hier mal ein Bett hinklatschen? Ja, klatsch mal lieber mein Bett dahin. Soll dann lang gelaufen? Bisschen links. Links. So, Bett steht. Oh, 2. Oh ja. Level 96.
Das gleiche von eben auch nochmal, das Verräterteil. Linke, ist jetzt gerade in den Dampfelsen verschwunden. Jo, warte. So im Dunkeln sehen sie ja cool aus, muss ich ja schon sagen. Das ist wohl wahr. Oh, hi. Das kommt, glaube ich. Wie kommt es in die Richtung hier, ja? Wenn ich mich hinter den Felsen knie und er mich nicht sieht? Das andere macht jetzt Richtung Küste runter. Ach, ihr seid da unten erst. Ja, ja. Wir haben auf dich gewartet. Wo so, ich bin Level 63. Ich glaube, die Insel hat irgendwie was Besonderes an sich. Bin gleich an so einem Haus. Hab's gleich geschafft. Ich glaube nicht, dass wir es schaffen. Nee? Nein. Was wartet da auf uns? Hinter uns kommt das Feuerelement. Nein! Lauf! Und die verdammten vor uns. Aufs Midi, lauf! Skorpione! Oh, irgendwas trifft mich hier schon wieder. Wie, ich sterbe jetzt nochmal. Wir müssen mal einmal reingucken. Oh Gott, was jetzt? Was ist das? Das ist ein Tier. Aber was für eins? Was ist das? Ich kann mich gar nicht bewegen. Ein Löwe. Ach, ein Löwe. Scheiße. Ja, der umklammert dich dann irgendwie. Ich bin jetzt in der Nähe von den Häusern, aber... Ich auch. Hier ist alles voller Feuerelemente. Ja, das kannst du... Da musst du ja mit, ich will es nicht sagen, aber 30 Mann anreisen. Dass du da irgendwas rein... Wenn überhaupt... Und zwar voll equipped. Ja, mit irgendwas. Oh, was ist das? Sinnvollem gegen die Feuerelemente. Ein Razor Tooth, aua. Ja. Der hat den Namen auch nicht umsonst. Ne? Nee, wahrscheinlich nicht. Nein, ich bin gleich da. Ich sehe den Eingang. Ja, ich hab ihn auch gesehen eben. Nein. Und dann hat mich irgendwie dieser blöde Löwe festgehalten, die Sau. Mal ehrlich mal. Nein. Nein. Ich hänge so beschissen im Stein, ich glaube, ich kriege meine Sachen noch nie wieder. Aber ich war direkt vorm Eingang. Kannst du schon mal reingucken? Ich habe nichts gesehen. Brauch keine Klamotten, ich sneak mich da jetzt so ein, da sieht mich keiner. Sagte er und... Oh, hier sind die Verdammten wieder. Oh, oh, oh. Weiß nicht, vielleicht sind das irgendwelche hier Jungbrunnen oder irgendwie sowas, dass es damit auch ja, könnte zu tun sein. Hat. Weil so wie das hier bewacht ist. Ja, und direkt beim Eingang, da kommen dann auch noch mal ein paar Verdammte aus dem Boden gesprungen. Ah, da kommt man da gar nicht durch. Schlecht, schlecht. Und der Razor Tooth, der ist ja jetzt auch direkt beim Tor. Kannst du meine Sachen kriegen? Nee, ne? Ich wollte mich da jetzt nicht so zwischen die Verdammten und den Razor Tooths stellen. Verstehe ich nicht. Nein! Ah, hier kommt man nicht rein. Das ist schlicht und ergreifend zu. Und zwei Steinwände. Oh ja, da sehe ich auch einen Löwen. Ich laufe jetzt aber mal durch. Ich habe eh nichts zu verlieren. Naja, ich bin auch durchgelaufen. Ah, hier ist noch ein Eingang. Nein! Ah, Mann! 107er Löwe. Ja, die sind, also eigentlich sollten ja die Tierchen, muss man mal zusagen, nicht so hoch sein. Das Soldier stimmt. Soldier of the Damned natürlich Level 1 hier direkt vor der Bude, weißt du? Den kannst du mit der Fäuste umhauen. Ja. Ich bin drinnen, also ich bin jeweils im Innenhof. Gibt's da irgendwas zu sehen? Wasser. Wasser. Voll mit Krokodilen. Oh ja. Wasserfälle gibt es auch noch. Gott, ey, was hat mich denn jetzt schon wieder? Oh, so ein Krokodil. Mehr habe ich jetzt nicht sehen können auf die Schnelle. Ich weiß nicht, ob da was innen drin ist oder so. Kann ich jetzt so nicht sagen. Ja, nee, das kannst du vergessen. Hier sind total viele Tiger. Die machen dich ruckzuck weg. Also, ich weiß nicht. Irgendwas Besonderes muss hier sein, sonst wird diese Insel nicht so stark sein. Ja, oh, ich habe dreimal mit der Faust gehauen. Gut. Das mysteriöse Geheimnis dieser Insel werden wir wohl nie lüften. Das, ja.
Würde ich auch so sehen. Ich leg mich nämlich jetzt im Schiff aufs Bett und ruhe mich erstmal ein bisschen aus. Also meine Sachen kriege ich glaube ich auch nicht wieder. Also ich könnte es jetzt probieren, weil der Razor Tooth drin ist. Also eine Chance hätte ich jetzt nochmal, das vielleicht zu holen. Oder auch nicht. Na, leuchtet gleich wieder rote Schrift bei hier auf, bei mir. Media zerrissen? Nee, ich bin jetzt erstmal hier ganz woanders gespawnt. Ach so. Ich glaube, wolltest du auch bei dem Bett an der Insel spawnen, Weide? Ja, bin ich. Ja, ich glaube, da hat er sich überlagert. Ach so, da bist du genau. Weswegen er mich jetzt hier an dieser netten Discovery Island rausgeschmissen hat. Ah ja. Na gut, dann musst du dich nochmal ersäufen. Ist ja nicht so schlimm. Ich hau einfach ein Schwein, das regelt das in 5 Minuten. Oder so. Ja, aber die Klamotten kriegen und wieder zurück, das wird niemals was. So. Ja, zurück ist die andere Frage. Kriegen ja. Die Klamotten ja, aber zurück? Ja. Das könnte... meine Klamotten hätte ich jetzt wieder. Was? Das ist dann eine Ernstfrage. Es ist nur noch die Frage mit dem Zurück. Beende deinen Job, Schwein. Danke. Ich würde es auch nochmal wagen. Irgendwie nochmal durchsneaken, aber... Wo sind wir denn noch? Hier unten. Mal hier oben, da steht wieder so ein scheiß Tiger vor mir, glaube ich. Oh, irgendwas... Jetzt habe ich doch ein Feuerelement am Arsch. Ich sehe doch schon wieder, da bringst du doch schon wieder alles auf. Aber warum spawne ich denn nur mit halber Energie? Das verstehe ich auch noch nicht ganz. Das habe ich auch noch nicht verstanden. Hier feuert schon wieder ein Feuerelement. Ich sehe es, nehme es bloß mit. Nehme es mit zu meinen Klamotzkis hier, ja. Nein, ich Idiot. Das war mein Tod, oder? Ich hab irgendwas jetzt gelootet. Was und woher weißt du nicht, ne? Versuche jetzt mal meinen Loot einfach nochmal ein bisschen Richtung Schiff zu retten. Zieh wahrscheinlich gerade die ganze Flora an. Oh nein, schon wieder ein Löwe. Alter, jetzt brenne ich, werde vom Löwen gebissen und hab. Alles klar. Ich glaube, Oh nein, warum ist denn jetzt hier ein Löwe? Na Gott sei Dank ist er im Springen nicht so ganz koordinationsfreudig, deswegen er mir vorbeigesprungen ist. Liebe Leute, ich glaube, wir lösen euch jetzt mal. Von dem Drama. Von dem Drama. Mach erstmal ein Päuschen. Mal gucken, ob wir die Sachen nochmal wiederkriegen und ob wir irgendeine Möglichkeit finden, mal ein Auge da reinzuwerfen. Das Medi hätte schon mal kurz geloopt. Ja, war nur ein Links, sag ich. Nein. Aber ihr seht's, das ist zu dritt nicht zu machen. Da muss man. Da war noch ein komisches Tier. Mit 237 Mann einrücken. Und 35 Galeonen. So ist es. Die ganze Insel einfach dem Erdboden gleich machen, dann kann man da mal reingucken. Ja. Hoffentlich trotzdem euren Spaß. So, wir haben es tatsächlich mal geschafft. Smitty ist vorgelaufen, hat mich Huckepack genommen, quasi dann, den letzten Meter. Hab mich durchgetackelt, durch alles weggeschmissen, was mir in die Quere kam. Und wir haben uns hier hinter diesen Felsen geklemmt. Hier richtig, sind wir hier sieht man's ein bisschen sicher. Ein bisschen sieht man das hier. Reinkommt man nicht? Nee, nicht wirklich. Da müsste man klettern oder gucken, wo man hier langkommt. Bist du hier unten schon gewesen, ja, ne? Bist du hergekommen, ne? Ja, da bin ich hergekommen, ja. Richtig, ja. Da ist mal kurz mal irgendwie ein bisschen safe. Ja, ne? Also, wie gesagt, mit 30 Mann kann man hier vielleicht was reißen, aber wir drei sind hier so ein bisschen verloren. Richtig. Wir wollten uns nochmal angucken, was hier drin noch ist. Ja, dann machen wir ja auch erstmal fürs erste Mal Schluss. Mit Atlas. Quasi die Sommerpause. Und so ist es. Mal gucken, wird ja noch stetig dran weitergearbeitet und kommt noch hier und da mal ein Inhalt dazu. Vielleicht sind wir nochmal wieder hier. Aber für die Runde wird uns das erstmal reichen. Ja. So ein paar Sachen habe ich da hier und da doch noch dran auszusetzen, weil, wie gesagt, wenn du in einer kleinen Gruppe spielst... Hinter dir.
Oh. Wir sollten uns hier vielleicht wieder verziehen. Ja, wir gehen mal. Da willst du einmal in Ruhe quatschen. Ja. Okay, jetzt könnte es durchaus gleich auch wieder schnell zu Ende sein. Hier links sind noch welche. Schnell hier durch. Dann klinken wir uns jetzt auch so langsam aus. Richtig. Und sterben uns nochmal quasi durch Richtung unserem Schiff. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen komplett. Genau. So ist es. Auch an Smitty und Wiley, die hier tatkräftig mit angefasst haben. Und ja, Spaß hatten wir durchaus, ne? Wir sind ja, bestimmt. Auf jeden Fall. Ja, dann schaut mal rein auf den Kanälen von den Neon Green Monkeys oder bei mir beim Floki. Da gibt es noch andere LPs. Immer wieder neue Inhalte. Ja. Aber schön abonnieren. Entschuldigung, ich wollte da nicht dazwischen reden, ja, die euch angucken gut. Könnt. So, jetzt habe ich es dann auch selber beendet. Von deinem Satz. Ja, jetzt bin ich auch so durcheinander. Ich sage einfach mal vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, wir sehen uns wieder. Macht's gut. Bis denne. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss.